Hallo und willkommen. Heute mal nicht auf meiner Farm, sondern auf Peters Biofarm. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen hört sich meine Stimme jetzt wohl noch schrecklicher an als sonst. Ja, hier steht schon gleich eine Schatztruhe. Oh, mit einer Schraube drin. Ja. Er ist Level 64 und 48 Lieferwagen, 31 Beobachter. Naja. Gut, da gibt es einen schönen Weg zum Schiff. Da fehlt ihm noch Brot. Hier sind Tiere. Oh, er hat auch was im Laden. Naja. Da hat er die Bäume. Hier sind die Haustiere. Die Hunde haben wohl gerade Pause. Und die Pferde. Da ist der Bienenbaum. Ja, hier ist das Feld. Da hat er seine Derby-Deko reingemacht. Da steht ein Eselstall ohne Futtertopf. Und hier sind die ganzen Maschinen, ja. Okay. Ja, hier hat er den Zaun so ein bisschen abwechselnd. Ja. Oh, und was ist das? Ja, und er ist, glaube ich, bei Siroma drin. Bäcker 04, genau. Die haben hier 30 Mitglieder. Oh, mein Geschirrspüler ist gerade so laut. Ja, und da ist er drin und er ist Co-Leiter. Okay. Dann gucken wir nochmal in die Stadt. Aha, hier hat er seine Instrumente und seine Zwerge. Hier hat er Weg. Da hübsch mit den Fackeln. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hat er auch ein bisschen Strand? Ja, ein bisschen wenigstens. Ne? Ja, das ist doch gut. Okay. Jetzt bin ich hier auf Linus seiner Farm und er hat hier 614 stehen. Ich glaube auch, dass das stimmt im Moment. Ich hätte ja gern noch ein paar mehr. Aber das ist ja auch schon ziemlich viel. Gut. Ja, ich bin gerade dabei, meine Farm zu schmücken. So, jetzt habe ich hier das Feld mit den Futtermühlen und dem Silo. Dann habe ich hier die Tiere mit Haustieren. Hier die Esel, Bienen und Pferde, da sind die Schmelzöfen, da sind Oliven, da sind Orangen, Pfirsiche, hier sind die anderen Bäume und Sträucher. Die Maschinen, die müsste ich natürlich dann wieder noch ordentlicher hinstellen. Hier habe ich Molkerei und Scheune. Und das hier soll meine Valentinsdeko sein, mit Ballons und Instrumenten und Wasser. Ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet. Na, so ganz zufrieden bin ich ja nicht. Und dann habe ich hier noch so einen lustigen Blumenanhänger bei meinem Traktor. Ja, das aktiviere ich jetzt. Änderungen speichern. Und jetzt mache ich aktivieren. Wieso heißt das Gießen? Nö. Kann ich das noch umbenennen? Doch, kann ich. So, dann heißt das jetzt Frühling. Frühling. So. Ich mache mal einen Screenshot. So. Und jetzt auf aktivieren. So, hat es geklappt? Ja. So, dann frage ich mal, wie Sie das finden. Puh.
Huhu hab umdekoriert. So, mal gucken, wie Sie das finden. So, was ist hier los? Der ist zum Gießen, der ist zum Abholzen, der ist zum Gießen. Oh, meine Esel hungern. So, dann kaufe ich mir noch ein paar Honigbüsche dazu. So, kann ja noch eine Reihe mehr, ne? So, 3, 4, 5, 6. Ja, ich finde den Bienenbaum ganz praktisch am Haus. Dann, also seit ich das habe, pflücke ich viel öfter den Honig ab. So, hier sind die Kühe fertig. Jetzt habe ich das Ding schon wieder in der Hand. So. Ja, ich finde den Trecker ganz niedlich. So. Was will die? Nein. Nein. Ja, hübscher geht natürlich auch immer, aber muss ja ab und zu mal was anderes. Ich habe übrigens nicht mehr verschiedene Instrumente. Ich habe zwar noch mehr von den, wie heißen die noch, Akkordeons, und von den Bass habe ich noch mehr. Aber sonst habe ich noch nicht alle, die man haben kann. So. Ja, die Futtermühlen sind natürlich eigentlich auch so ein bisschen aus dem Blick. Oh, ich habe nur noch 58 Karotten. Ups. Aber das wird wohl. Beim Feld guckt man ja auch ziemlich oft. Das wird wohl klappen. So, kann ich die Felder hier vielleicht noch ein bisschen schöner hinstellen, wenn ich das wegnehme? Und das? Und das? Ich habe ja vielleicht noch Stroh. Ballen. Hallo, hallo, hallo. Oh, das ist ja ein Gescroll hier. Ach, den Wagen kann man auch für 90 Dias kaufen. Aha. So, die Osterdeko hole ich noch nicht raus und die Sommerdeko. Das hat noch Zeit. So, da habe ich doch noch 8 von. 1, 2, 3, 4, 5. Passt da noch einer hin? Nö. Und beim nächsten Mal kriege ich ja wie viele Felder dazu? Eins. Ja, das wird man dann ja auch besser los. Okay. Ja, das Valentinsereignis kommt, glaube ich, nächste Woche. Und ja, meine Ingame-Liste ist schon wieder voll. Aber ich werde wohl demnächst auch mal wieder welche rausschmeißen. Na, so, braucht noch einer irgendwas? Ach, Garo hat ein Sahneschiff. Ja, das sehe ich jetzt gar nicht. Ich wollte auch noch was erzählen. Ach nee, ich wollte hier noch mal zwei Zwerge hinmachen. So, als ob die gerade abgestiegen sind vom Trecker. So. Ja. Das ist doch süß. Oh, hier wieder voll die Froschplage. Ihr könnt doch hier in die Teiche springen. Ja, das sieht hier so ein bisschen aus nach Kindergeburtstag, ne? Mit den Schaukelpferden und den Ballons, Schokobrunnen. Ja, hier dritter Geburtstag, ne? Ich habe ja übrigens bald dritten Heyday Geburtstag, weil ich spiele jetzt. Ja, ich glaube, ich bin im März angefangen, im März 3 Jahre. Ja, dann passt das doch gut. Okay. So, was sagen die denn? Dieses Herz mit dem Wassergräben ist schön. Der Garten ist ja ein Traum. Cool. Die gesamte Farm sieht klasse aus, Biene. Ja, super.
Wie, es gab einen Verkauf für mich? Oh, wusste ich nicht. So, ich habe da nämlich eben noch was entdeckt, was ich da noch hinstellen könnte. Und zwar eine Picknickdecke. Dann war da noch so ein lustiger Wasserspringbrunnen. Wo ist der jetzt? Ach so, diese Pferdesachen könnte ich doch noch mal bei den Pferden mit hinstellen. Die sind ja noch ziemlich neu. Such, 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 such. Oh, such. Da. So, wo ist der Springbrunnen? Wo bist du? Och Mann. Ah, der rosane Roller wäre noch cool, ne? Ah, die sind so teuer, 25 Dias. Hä? Ich habe einen goldenen Brunnen. Wow. Wusste ich jetzt gar nicht. Den mal zu den Pferden stellen. Oder hier so zwischen. Ja. Ach, die Hollywood-Schaukel fehlt ja auch noch. Passt die da noch hin? Ja. Da ist er doch, der Brunnen. Einmal da. Oh, ach ja, und diesen Tisch wollte ich noch. So, ich habe mal ein bisschen vorgespult. Also, jetzt habe ich die Hollywood-Schaukel und die Brunnen noch hierher gestellt. Und die beiden Tische sind platziert. Ja. Moment, finde ich es einigermaßen süß. Okay, das war's dann für heute. Tschüss.